Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, sehr geehrter Igor Levit, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung. Es ist eine besondere Veranstaltung und sie findet statt im Rahmen der, wie ich finde, wunderbaren Kooperation zwischen dem Thalia-Theater und dem Spiegel. 70 Jahre Grundgesetz zu feiern, das wäre vielleicht schon die erste Frage, und zu begehen, was bedeutet das? Sie alle wissen, man kann die Dinge von zwei Seiten angucken. Wir können sagen, diese Demokratie mit dem Grundgesetz gibt es schon ganz schön lange. Und wir können auch genauso gut mit gleicher Berechtigung sagen, sie ist noch ganz schön jung. Letzteres denkt man in letzter Zeit besonders häufig, wenn wir uns angucken, wie groß die Gefährdungen sind, mit denen wir gerade zu tun haben. Ein paar wenige Gedanken dazu. Das Grundgesetz, daran muss man vielleicht auch kurz erinnern, ist ja keine vom Volk bestätigte Verfassung, sondern eine von den Vätern des Grundgesetzes, niemals zur Abstimmung abgegebene Regelung. Deswegen heißt sie auch Grundgesetz. Das ist der Besonderheit der Entstehung unseres Staates zu rechnen. Ich meine das jetzt gar nicht komisch, ehrlich gesagt. Das ist einfach nur eine Tatsache. Das Grundgesetz ist kein bedeutungsloser Papiertiger, sondern es greift tatsächlich regelnd, ob wir das gerade spüren oder nicht, in unser Leben ein, beschäftigt sich oder hat Auswirkungen auf viele Fragen. Wie geht der Schutz der Würde des Einzelnen im Verhältnis zu staatlicher Überwachung, Digitalisierung und so weiter? Das kann man dort finden. Was ist mit dem Asylrecht, das mehrfach geändert wurde und den ihm zugrunde liegenden humanitären Werten? Und wir erinnern uns daran, dass der Kasseler Regierungspräsident im Sommer wegen dieser gerade genannten Dinge ermordet worden ist, die er verteidigen wollte. Dann fragen wir uns, reicht das Grundgesetz eigentlich heute noch aus? Bei den Herausforderungen, die wir haben. Wir erleben ja gerade, wie gerade die klassischen Demokratien ausgehöhlt werden oder sich selbst aushöhlen. Also wie geht da vielleicht ein Weg nach vorne? Unlängst haben Sie auch mitbekommen, auch das steht im Grundgesetz. Es sieht die Möglichkeit von Verstaatlichung und Enteignung, sieht es tatsächlich vor. Und im Grunde hat der Juso-Chef nur an diese Möglichkeit gewissermaßen erinnert, die aber eben tatsächlich dort vorgesehen ist. Also das macht es nicht jedem bequem, es ist extrem verschieden und interpretationsfähig, aber letztendlich entscheidet der Staat, aber eigentlich wir, dieses gesellschaftliche Wir, wie wir mit diesem Grundgesetz eigentlich umgehen. Und das ist auch ein Grund, warum das im Theater stattfindet, denn Kultur, ob das Theater ist, ob das Musik ist, ob das andere Kunstformen sind eine Möglichkeit, dieses gesellschaftliche Wir für einen Moment, für heute Abend zum Beispiel, zu erzeugen. Und zwar ganz egal, wie verschieden wir möglicherweise über die einzelnen Dinge denken. Das soll damit nicht verkleistert werden, aber dafür ist das Theater als Forum grundsätzlich gut und wunderbar. Und in dem Sinne freue ich mich, dass Wolfgang Schäuble, der ja der zweithöchste Staatsmann in unserer Deutschen Republik ist, heute hier ist. Ich freue mich auch, dass Igor Levit heute hier ist. Ich muss das mit einer persönlichen Anmerkung verbinden. Wir haben uns gerade außerhalb dieser Bühne gemeinsam daran erinnert. Wir waren mit dem Schimmelreiter beim Theatertreffen eingeladen und Jens Harzer war krank, konnte nicht spielen. Das ist so ungefähr der größte Unfall, der überhaupt für uns so passieren kann. Und da hat uns Igor Levit gerettet. Wir haben eine szenische Lesung gemacht und er hat, wie ich finde, kongenial und fantastisch uns auf dem Flügel begleitet und die Veranstaltung dahin gehoben, wo sie eigentlich hingehört. Schließlich freue ich mich auf Frau Bayer, die jetzt dabei hilft, dass Wolfgang Schäuble und Igor Levit, ein Politiker und ein Künstler, auch eine sehr interessante Konstellation, gemeinsam über das Grundgesetz nachdenken. Dankeschön. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich darf Sie herzlich im Namen des Spiegel begrüßen. Herr Schäuble und ich haben schon ein bisschen geflüstert gerade. Wir werden nämlich heute Abend, anders als der Intendant dieses Hauses, von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes reden. Es waren
73 Männer, Herr Lux, Sie verzeihen mir das, ne? Das machen wir nachher beim Wein wieder gut. 73 Männer und 4 Frauen haben das Grundgesetz verabschiedet und eine dieser Frauen hat auch sehr für den Gleichheitsgrundsatz gekämpft. Das ist schön, dass wir wieder eine Konstellation gefunden haben, ein Politiker und ein Künstler. Wir machen das hier im Thalia sehr gerne, weil wir in so komplexen Zeiten leben, dass wir merken, einige Themen werden einem klarer, wenn man die Perspektive mal wechselt. Und das wollen wir heute Abend tun. Wir leben nicht nur in komplizierten, komplexen Zeiten, sondern auch in hochpolitisierten Zeiten. Es gibt so Themen, die unterhalb der aktuell konkreten Themen immer laufen. Also aktuell und konkret wäre die Klimapolitik oder die Bildungspolitik, die Europolitik, die unterhalb laufen, die nie so ganz konkret werden, aber die da sind und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und eins dieser Themen ist tatsächlich die Identität, die Frage, wer sind wir? Also wir reden viel im Moment über ostdeutsche und westdeutsche Identität, die Identität Europas in Abgrenzung von Amerika, die deutsche innerhalb Europas. Also immer die Frage, wer sind wir? Wir haben jetzt hier zwei sehr unterschiedliche Gäste an diesem Abend. Wir haben einen im Deutschland Südwesten geborenen Politiker. Wir haben einen Künstler, der aus Russland kommt. Wir haben einen Juden hier, wir haben einen Christen hier. Wir haben zwei unterschiedliche Generationen. Herr Schäuble ist, wenn ich das sagen darf, 77 und Sie sind 32 Jahre alt. Also erstmal große Unterschiede. Was sollen wir machen? Und es gibt diese Gemeinsamkeiten aber auch. Wir haben mit Herrn Schäuble einen Politiker, der große künstlerische Interessen hat, vor allem in der klassischen Musik. Und wir haben mit Herrn Lewitt einen Künstler, der große politische Interessen hat. Also da schon mal Gemeinsamkeiten. Und beides, ich auch und viele hier ja wahrscheinlich auch, sind Staatsbürger dieses Landes und eines Staates, der sich dem Grundgesetz verpflichtet hat. Und wenn wir also Bürger dieses Staates sind und das Grundgesetz der Boden, auf dem wir stehen, auf welche Weise macht es uns aus, uns als Einzelne, und auf welche Weise prägt es uns als Gemeinschaft? Das ist die Leitfrage dieses Abends, die wird uns die nächsten knapp anderthalb Stunden beschäftigen. Und nun kommt die erste Frage. Wenn man praktizierender Jude ist oder Christ, dann begegnet einem in irgendeiner Zeit dann auch mal die Schrift, mit der man es da zu tun hat und die einem zugrunde liegt. Man kann aber Bürgerin oder Bürger dieses Staates sein, ohne dem Grundgesetz wirklich mal zu begegnen. Es gab jetzt zu 70 Jahre Grundgesetz im Mai so ein paar Lehrerverbände, die gesagt haben, es ist vielleicht ein bisschen zu wenig in den Schulen. Und dann sagte ein anderer, auch das müsste man eigentlich verteilen als Schrift den Schülern. Und dann sagte wieder jemand, aber das liest dann ja keiner. Also wir können als Bürger dieses Staates diesem Grundgesetz ausweichen. Nicht, wenn wir Juristen sind wie Herr Schäuble, aber wenn wir andere Berufe haben. Herr Lewitt, wann ist Ihnen denn das Grundgesetz jemals wirklich in der Schriftform begegnet? Also, ganz einfach schon zu Schulzeiten. Ich habe in der Schule, so mit beginnenden Politikunterricht, erstens das Grundgesetz als Dokument kennengelernt. Wir haben über die Geschichte des Grundgesetzes gelernt und gesprochen. Und grundsätzlich wurde mir gesagt von meinem damaligen Politiklehrer, der eine, wie ich heute auch immer mehr merke, eine wirklich prägende Figur war für mich und ist, dass es Bürgerpflichten gibt. Es gibt Bürgerpflichten. Es reicht nicht zu sagen, ich lebe in einer Demokratie und schönen Tag noch, sondern es gibt Bürgerpflichten. Und so einfach ist das. So erstaunlich finde ich es auch, wenn man mir ständig diese Frage stellt, ja, warum ich mich jetzt für politische, gesellschaftliche Fragen interessieren würde, ich sei ja eigentlich Pianist. Und ich denke mir, also das ist eine interessante Form, irgendwie über so einen Staatsbürgercharakter nachzudenken. Als würde ein Beruf quasi dich davon befreien, ja, Bürger dieses Staates zu sein. Also so habe ich das Grundgesetz kennengelernt und als solches versuche ich es auch a,
zu verinnerlichen, Tag für Tag, und B, auch zu leben. Und Sie, Herr Schäuble, Sie sind nun studierter Jurist. Was ist Ihnen aufgefallen im Studium oder vorher an diesem Grundgesetz? Ein Aspekt könnte sein, die ausgesprochene Schönheit der Sprache. Was war es, wo Sie dachten, ach, das packt mich, das berührt mich? Naja, es sind natürlich, aber wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, weiß ich nicht mehr. Das ist bei mir so lange her. Ne? aber es ist natürlich die unglaubliche Schönheit der Grundrechte. Die Grundrechte sind ja am Grundgesetz, und die stehen ganz vorne, und der schönste Satz im Grundgesetz ist der erste. Also nach der Präambel, die ist übrigens auch nicht schlecht. Aber dann heißt es eben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das können Sie nicht schöner formulieren. Deswegen ist auch die Frage, wann ist Ihnen das Grundgesetz begegnet, mit Verlaub? Wir leben in diesem Rahmen. Wir alle leben Freiheit. Das ist schon der Artikel 2. Wir alle haben ein ganz selbstverständliches Anspruch auf Gleichheit, was immer das im Einzelnen auch bedeutet, darüber kann man enden, und all die anderen Dinge. Das ist so selbstverständlich wie noch was. Dann sind wir ein Föderalstaat, das ist auch Grundgesetz. Naja, und im Übrigen darf ich die Bemerkung machen, die ersten Worte des Grundgesetzes sind ja im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das ist auch eine schöne formulieren, mit der alle leben können, weil sie ja irgendwo sagt, dass wir selber Teil von irgendetwas sind, was größer ist als jeder Einzelne. Was immer das im Einzelnen ist, das ist ganz unterschiedlich. Aber dass es eine darüber hinausgehende Verantwortung gibt, und weil Herr Lewitt von den Bürgerpflichten gesprochen hat, da ist mir doch gleich Helmut Schmidt eingefallen. Der ja, Hamburger wissen das hoffentlich, immer davon geredet hat, das Grundgesetz kennt nur Grundrechte. Es gibt aber genauso Bürgerpflichten, weil Rechte sind immer auch Pflichten. Und wo er Recht hatte, hatte er Recht. Ja, übrigens auch ein Pianist. Wir haben heute schon über ihn gesprochen. Sie sagen, dass wir leben in dem Grundgesetz. Es gibt den Rahmen unserer Existenz und hat so auch 1949, als es dann verabschiedet wurde, so eine Art Grundton gelegt, dessen, wie sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich unser Zusammenleben vorgestellt haben. Es ist nun interessanterweise eine sehr klare und einfache Sprache, wirklich so im Geist der späten 40er Jahre, wo einem nach all diesem Pathos wohl mehr nach Klarheit und Schlichtheit war. Ich lese einfach mal aus der Präambel vor, damit klar wird, was ich damit meine. Das Zitat ist: im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, das hat Herr Schäuble schon zitiert, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, also das ist sozusagen nach der Wiedervereinigung die Formel, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also es ist frei von Pathos und macht mit kleinen Worten das Große möglich. Herr Lewitt, Sie kamen 1995 von Russland nach Hannover. Haben Sie dieses Land so empfunden, wie es die Väter und Mütter des Grundgesetzes hiermit wollten? Also sozusagen ein Wille auch zur Bescheidenheit, wenn man als Kind ankommt, von außen drauf blickt, hat man ja immer so ein erstes Gefühl für das, was einem begegnet. Haben Sie Deutschland so empfunden? Jetzt kommt Glatteis. Also, solange ich zum großen Teil ja, solange ich noch wirklich Kind war, solange ich die Freiheit hatte, meine eigene Sprache zu suchen und tatsächlich auch Zeit hatte, sie zu suchen, habe ich das so erlebt. Solange ich nicht zu viel auch über dieses Land nachgedacht habe, habe ich das so erlebt.
Und ich würde mal sagen, so bis ins Jahr 2011 hinein, also da war ich 24, hat dieses Land mir auch nie einen Grund gegeben, daran zu zweifeln. Ich kam in die Schule, ich wollte schneller Deutsch lernen als und besser Deutsch können als alle meine Klassenkameraden. Das war die erste Ansage daheim. Ich habe mich in diese Sprache verliebt, im wahrsten Sinne des Wortes, Hals über Kopf. Und es gab eigentlich nur so, es gab nur den Blick zu den Sternen. Und irgendwann kamen so die ersten Risse in diese heile Welt. Und die hatten sicherlich zu tun mit, sagen wir mal, langsam steigendem Bekanntheitsgrad. Die hatten aber auch zu tun mit Dingen, die in diesem Land passierten, die ich vorher so nicht kannte. Und der erste große Riss für mich war so Ende 2010, als mir ein Herr beim Abendessen tief in die Augen blickte und sagte, ich dürfe ja nie vergessen, dass ich in einem Land lebe, in dem ich zwar aufgewachsen sei, und das fände er ja absolut in Ordnung, Zitat Ende, aber ich gehöre zu einer Bevölkerungsgruppe, die hier zu leben nicht mehr vorgesehen war. Was? Ich gehörte zu einer Bevölkerungsgruppe, die hier zu leben nicht mehr vorgesehen war. Wer hat denn das gesagt? Ja. Und es ist vollkommen egal, wer das gesagt hat, das macht was mit dir. Das hinterlässt eine Wunde, die mir auch erst später klar wurde, wie tief sie war. Diese Wunde ist bis heute nicht wirklich verheilt. Und dann gab es so Risse hier und da. Die Rezeption des Filmes Unsere Mütter, Unsere Väter empfand ich als sehr, sehr schwierig. Im Rahmen dieser Rezeption sind auch einige Freundschaften. Sie meinen den Film, ne, der sozusagen die Soldatenschicksale im Zweiten Weltkrieg gezeigt hat? Im Rahmen dieser Nacherzählung sind auch einige Freundschaften zerbrochen. Und das sind jetzt persönliche Erfahrungen. Und ich habe nie an diesem Land gezweifelt. Und das tue ich bis heute nicht. Und ich sehe mich als Bürger dieses Landes. Und das wirklich aus tiefstem Herzen. Und wie das so häufig dann in allerengsten Beziehungen ist, es sind dann diese, die dir die tiefsten Wunden zufügen. So, dass man also sagen kann, die Kernbegriffe des Grundgesetzes, also die Würde des Menschen ist unantastbar, das haben Sie schon zitiert, Herr Schäuble, und der Wille zum Frieden, so was so 1949 so wichtig war in Abgrenzung zu dem Grauen von vorher, sagen Sie, das ist nicht ganz eingelöst. Es gibt Risse im Alltag und es gibt da noch Lücken und wir müssen uns bemühen. Was sagen Sie dazu, Herr Schäuble, wenn Sie das hören, was Herrn Lewitt da gesagt hat? Wir leben nicht im Paradies. Wir leben in dieser Welt. Und ich würde das, was Herr Lewitt gesagt hat, er hat natürlich ein ganz eigenes Schicksal, aber es ist ein Stück weit, es gibt keine heile Welt. Und insofern ist es vielleicht auch einfach, dass Sie erwachsen werden. Als Kind glaubt man sich eine heile Welt. Wenn man erwachsen wird, merkt man, die Welt ist, weil es Menschen sind, hat sie ihre Brüche, ihre Verletzungen. Es gibt Idioten, es gibt Leute, die sowas sagen, ja klar. Deswegen steht im Übrigen der zweite Satz in Artikel 1, sie zu schützen. Ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Diese unantastbare Würde, das geschieht ja im Rahmen dessen, was der Staat leisten kann auch. Aber es gibt ja nicht, das Grundgesetz macht das Land nicht zum Paradies. Die soziale Marktwirtschaft macht sie im Übrigen auch nicht zum Schlaraffenland, sondern sind Menschen und es gibt die Brüche, die wir überall in der Welt haben, mehr oder weniger. Aber die Ordnung des Grundgesetzes hat uns dies ermöglicht. Ich würde eigentlich gerne hinzufügen, man muss ja bei dem Text des Grundgesetzes noch dazu sagen, das war ja etwas, was uns die drei Alliierten, Westalliierten, Siegermächte dann erlaubt haben. Sie haben ein paar Vorgaben fürs Grundgesetz gemacht, den Föderalismus. Die
besonders starke Rolle des Verfassungsgerichts und im Übrigen die Tatsache, dass es keine einheitliche Bundessteuerverwaltung geben darf. Das war auch eine Vorgabe der drei Mächte. Im Ernst, tatsächlich. Das wollten sie nicht. Und diesen Rahmen musste man ausschöpfen. Grundgesetz hieß es, weil man damals gesagt hat, das ist ja nur vorläufig so für die, es war ja noch gar nicht Deutschland, es war ja die Bundesrepublik, ein Teil, auch nicht souverän. Wir haben ja unsere volle Souveränität erst am 3. Oktober 1990. Seitdem haben wir auch eine leicht veränderte Präambel im Schluss, Teil der Präambel enthalten. Und damals wollte man mit dem Wort, dass man nicht Verfassung gesagt hat, zum Ausdruck bringen, eine vorläufige Ordnung. Die hat sich aber gut bewährt, sie hat eine hohe Anziehungskraft gehabt, deswegen hat die große Mehrzahl der Menschen in der damaligen DDR, die hatten ganz andere Sorgen und wollten eigentlich im Grundgesetz leben. Wir mussten sie 1990 ein bisschen bremsen, damit wir das geordnet einigermaßen hinbekommen konnten, aber die Ordnung des Grundgesetzes als solche hatte eine hohe Attraktivität, aber eine solche Ordnung kann natürlich nicht das irdische Leben von Menschen zum Paradies machen und Brüche vermeiden. So, das kann sie alles überhaupt nicht und deswegen ist es gar keine Kritik am Grundgesetz. Also das Grundgesetz ist ein Ziel, ein Wille, der ja auch in vielen Verfassungen anderer Staaten festgeschrieben ist. Nochmal zu dem Gedanken, das Grundgesetz ist karg. Also wenn wir sehen, die Unabhängigkeitserklärung Amerikas, die ja letztlich auch definiert, was es für ein Land sein soll, spricht vom Pursuit of Happiness, also vom Streben nach Glück. Das ist sozusagen zwei Stufen wärmer als das, was bei uns die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist. Es ist nie im Grundgesetz vom Vaterland die Rede, sondern man wollte wirklich versuchen, dass Pathos und das Großziehen da rauszunehmen. Ist es denn dann andererseits, wenn wir gucken, wir leben in sehr stark politisch emotionalisierten Zeiten und nun hinguckt, der Macron ist ein sehr emotionaler Politiker auf seine Weise, Trump ist es auf völlig andere Weise, Johnson ist es vielleicht auf ähnliche Weise, über Salvini müssen wir gar nicht sprechen, also hoch emotionalisierte Zeiten, ist in diesen Zeiten das Grundgesetz im Grunde zu karg und stärkt dadurch nationalistische Tendenzen, emotionalisierte Tendenzen, die quasi in diese Lücke gehen, Herr Schäuble? Also ich meine, dass man 1948, 1949 nicht mit dem Pathos, das Sie in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung finden, formuliert hat, das kann ich denen, die damals das gemacht haben, den Müttern und Vätern des Grundgesetzes gut nachdenken. Dass es ihnen auch überhaupt nicht so sehr nach Pathos war, ist doch auch verständlich in der Zeit. Aber ansonsten denken Sie mal, die haben damals, das ist nicht 1990 reingekommen, damals die Formulierung von dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa 1949, dem Frieden der Welt zu dienen. Das war sehr pathetisch, war sehr weitschauend. Und heute muss man manchmal daran erinnern, dass das von Anfang an, das steht schon als Präambel vor dem Grundgesetz. Wir hätten ja, es gäbe ja uns jedenfalls so als Staat nicht wieder nach der Katastrophe im umfassenden Sinn von Hitler und was allem damit zu tun hatte, wenn wir nicht europäische Integration und das alles gehabt hätten. Und unter dieser Voraussetzung finde ich, ich kann das Grundgesetz überhaupt nicht als karg ansehen. Wir haben es inzwischen über die Generationen hinweg. Übrigens ist das Grundgesetz heute eine der älteren Verfassungen in der Welt, mit den 70 Jahren schon. Aber wir haben es inzwischen natürlich mit juristischem Perfektionismus immer weiter in seiner Sprache verschlechtert. Das ist schon wahr. Darüber brauchen wir, da ich zum Teil daran beteiligt war, sollten wir darüber heute Abend nicht reden. Sonst muss ich immer erklären, warum wir das nicht anders machen konnten. Das ist aber schade für die Zeit. Ne? Aber das eigentlich in seiner Grundstruktur, gehen Sie mir jetzt wirklich unfreundlich mit dem Grundgesetz um. Ich finde es eine ausgesprochen schöne und gelungene Verfassung, viel besser als die damals zu träumen gewagt haben. Ja, schön ist sie auch, also es ist gerade in seiner Kargheit, aber
sozusagen. Die Frage ist, wie ist es in emotional aufgeladenen Zeiten, Herr Lewitt, Sie sind als politischer Künstler, haben Sie ausgesprochen Sinn für die Aufklärung, für die Vernunft, für das, was politisch möglich sein muss, aber wissen natürlich auch um die emotionalen Bedürfnisse des Menschen. Wie blicken Sie denn auf diese Zeit, in der Vernunft und Emotionalität politisch so miteinander ringen? Lassen Sie mich davor noch einen Satz hineinschieben. Das ist so ein bisschen ähnlich gerade wie, wie in Musik. Ja, ohne einen Menschen, der Noten aufs Papier schreibt, gibt es keine Noten auf dem Papier, gibt es kein musikalisches Werk. Ohne Menschen, die Noten, die Worte auf ein Blatt Papier schreiben, gäbe es dieses deutsche Grundgesetz nicht. Insofern sind Kritik, das ist ja keine Kritik an dem Grundgesetz, was ich hier übe, sondern ich erzählte von Verletzungen in meinem Alltag in diesem Land. Und ich finde das Beispiel der US-amerikanischen Verfassung insofern bemerkenswert und auch wichtig und auch richtig, weil so schön die Worte sind, that all men are created equal, und so schön das Streben nach Glück ist und so wichtig und so hehr und so wertvoll, James Baldwin hätte jetzt gelacht. Und James Baldwin hat seinen Alltag beschrieben als, naja, ich bin in diesem Land geboren, auf meinen Alltag trifft diese Verfassung nicht zu, aber ich bin Amerikaner. Aber ich habe die Werte, die sich dieses Land gegeben hat, nie kennengelernt. Also existieren sie für mich im Grunde nicht. Also möchte ich gerne einfach nur sagen, ich glaube an dieses Grundgesetz und ich glaube an dieses Ideal und an die Idee, dass die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber eben weil, und jetzt zitiere ich ein bisschen abgewandelt Baldwin, ich erlaube mir das mal, eben weil ich so dran glaube, eben weil ich mein Heimatland auch so liebe, deswegen werde ich auch, solange ich kann, auf härteste und auf emotionalste Kritik daran üben. Und das muss ich auch. Das ist Ihre Bürgerpflicht. Und zu dem Thema der Emotionalität. Nehmen wir da mal das Beispiel Klima. Ja, wir kommen sicher auch auf andere Beispiele. Ich finde das schon bemerkenswert. Mit welchem Vokabular wird zum Beispiel eine Greta Thunberg kritisiert? Zumeist, sehen Sie es mir nach, von Männern und zumeist von ziemlich selbstzufriedenen Männern. Da wird dann gesagt, naja, die ist so emotional und sie ist so hoch, sie geht dann so tief rein, da kann man dann mit Vernunft nicht kommen. Ja, ich lasse jetzt mal galant den sexistischen Unterton mal, lege ich mal zur Seite. Da muss ich leider sagen, die Vernunft und die politische Vernunft, mit der viele Akteure in den Augen dieser jungen Frau und auch in meinen und in den Augen von ca. 1,4 Millionen Demonstranten allein in diesem Land, die politische Vernunft, die dazu geführt hat, dass wissenschaftlich erwiesen dieser Planet gerade den Bach runtergeht, diese politische Vernunft, zumindest in diesem Teilbereich, hat sich dieser Kritik zu stellen und hat sich nicht in Arroganz darüber zu heben. Das finde ich, arm, das finde ich unwürdig. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also wenn wir uns jetzt noch mal die Präambel da bin ich froh um jede Emotionalität, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also Sie beschreiben ja im Grunde eine Lücke zwischen dem, was Bürger sich wünschen, gerade beim Thema Klima oder Teil der Bürger und dem, was politisch möglich gemacht wird. Jetzt gucken wir noch mal, auf welche Weise definiert das Grundgesetz
den Bürger in seinem Staat. Nochmal die Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also es ist ein Grundgesetz, wo das Volk der Bürger die treibende Kraft ist. Also es ist schon sprachlich so, ne? Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt. Es geht vom Bürger aus. Und das Grundgesetz will auch sozusagen den Bürger schützen vor dem Übergriff des Staates. Also ein machtvoller Bürger eigentlich. Und wenn ich mir jetzt so die Stimmungsbilder, die Fernsehbilder, wenn ich die einfach mal so hochrechne, ein anderes Thema wäre die deutsche Einheit. Also wenn wir da gucken, wenn Leute im Osten auf der Straße befragt werden, die so eine Ohnmacht ausdrücken und sagen, Mann, wir werden nicht mehr gefragt und wir sind abgehängt und alles, was wir da hören. Und dann hören wir von sehr aktiven Bürgern, die sich im Klimaschutz engagieren. Wir wollen so viel machen und wir fordern politisch so viel ein, aber die haben immer mehr das Gefühl, nicht gehört zu werden. Greta Thunberg hat ja gerade diesen Wutausbruch gehabt. So, also wenn wir nun einerseits sagen, das Grundgesetz sieht einen starken Bürger vor, alles Politische geht vom Volk aus, und andererseits diese Ohnmacht wahrnehmen. Herr Schäuble, nehmen Sie es auch so wahr? Und wenn ja, ist da etwas in Schieflage geraten zwischen den Bürgern und den höchsten Vertretern des Staates, den Regierenden? Ja gut, ich meine, wir sind ein bisschen über 80 Millionen Menschen, die hier leben. Und wir haben Demokratie. Und das heißt, die Mehrheit dieser 80 Millionen entscheidet. Das ist theoretisch unbestritten, auch gar nicht. Nur ist es ganz gar nicht einfach, aus 80 Millionen, sind noch ein paar mehr, verschiedenen Meinungen, Erfahrungen, Interessen, Sichtweisen, Entscheidungen zustande bringen. Eins unserer großen Probleme heute ist, dass wir uns irrsinnig schwer tun, überhaupt noch Entscheidungen zustande zu bringen. Weil wir dann endlos verhandeln, Klimapaket letzte Woche und so. Und da geht natürlich dann auch das Vertrauen der Bürger verloren. Die Kunst ist ja, in dieser realen Welt mit diesen Menschen etwas zustande zu bringen, was den Regeln des Grundgesetzes, die ja von denen ich glaube, dass sie schon gar nicht bestritten sind, nämlich dass die Mehrheit entscheiden soll, dass alle Freiheit haben, wobei die Freiheit immer begrenzt sein muss, logischerweise, weil sie an den Rechten des anderen ihre Grenzen findet und weil man sonst die Gemeinschaft. Aber dann muss man in diesem Rahmen Entscheidungen zustande bringen. Das kann man durch Wahlen, das kann man durch Abstimmung machen. Durch ständige Plebiszite geht es alleine nicht. Demonstrationen sind ein wichtiger Punkt, das setzen aber nicht Mehrheitsentscheidungen. Und infolgedessen wird dieser Prozess kompliziert. Und wenn dann, deswegen kann ich mit den Klagen, man wird ja nicht gehört, es geht alles über uns hinweg, die nehme ich sehr ernst. Ich frage immer, was können wir denn anders machen, wie können wir es besser machen? Aber es ist furchtbar schwierig. Erst haben wir geglaubt, mit den neuen Formen der neuen Medien, mit der Digitalisierung, mit dem Netz, würde das alles einfacher, weil jetzt alle mit allen kommunizieren können. Die Wahrheit ist das Gegenteil. Wir lösen uns immer mehr in Teilöffentlichkeiten auf. Wir haben keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr. Die Presse leidet darunter ja genauso sehr wie viele Bereiche der Gesellschaft und der Politik. Wir sind häufig nur noch zusammen, auch im Netz, in den sozialen Netzwerken, mit anderen, die unsere Meinung teilen, like-minded. Deswegen haben wir Echoblasen und Echokammer. Und die Demokratie muss aber aus den unterschiedlichen Meinungen und den unterschiedlichen Interessen, aus den Idioten, wobei die anderen Idioten sind immer die anderen, und irgendwie Entscheidungen zustande zu bringen. Sie muss aber die immer tolerieren, auch die anderen. Nicht? Die Rosa Luxemburg hat es ja schön gesagt, die Freiheit beginnt da, wo es den anderen, wo es die Freiheit des anderen ist das Entscheidende.
Und das muss man dazu braucht man eine vernünftige Form von Öffentlichkeit. Und da gilt das, was Herr Lebit gesagt hat. Deswegen ist es eigentlich Bürgerpflicht, sich zu beteiligen, zu kritisieren, zu loben, zu engagieren, aber nicht zu sagen, ich kann ja nichts machen. Ich habe jetzt gerade in meiner Heimat war in einer kleineren Mittelstadt eine Oberbürgermeisterwahl mit 5 Kandidaten. Und die haben einen engagierten Wahlkampf geführt. Und sehr unterschiedlich. Ich kenne die gar nicht, gehört nicht zu meinem Wahlkreis, ist in der Nachbarschaft. Jetzt habe ich gelesen, da war die Wahlbeteiligung so bei 35%. Daran ist nicht das Grundgesetz schuld. Daran sind auch die 5 Kandidaten nicht schuld. Die haben sich irre Mühe gegeben. Sondern da ist irgendetwas, muss man den Menschen besser erklären. Die Demokratie lebt auch davon, entweder, dass man bestimmten Leuten das lässt, aber nicht, dass wir dazu kommen, dass wir dann nur noch Trumps oder so haben, dass der Ruf wieder nach einem starken Mann oder einer starken Frau kommt. Das ist im Moment die größere Gefahr, unser System, die Effizienz. Und wenn das nicht ist, müssen sich mehr beteiligen und deswegen gibt es die Bürgerpflicht, sich zu beteiligen. Und dann kann man darüber streiten. Aber wenn man sich gar nicht dafür interessiert und nur sagt, ich kann ja doch nichts machen, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Man sieht ja, es können eine kleine Zahl von Menschen, die einigermaßen dauerhaft zusammenwirken, können schon was bewirken. Und sie werden dann noch mehr. Es gibt in der Ordnung, die das Grundgesetz ermöglicht, unendlich viele Möglichkeiten. Aber wenn wir sagen, man kann ja doch nichts machen, oder ja. Das größere Problem ist, wir haben 70 Jahre Erfolg. Ich zitiere gerne immer Obama, als er seine Abschiedsrede gehalten hat. Da wusste er ja, wer sein Nachfolger ist. Und da hat er gesagt, es gibt nur eine Gefahr für die Demokratie, nämlich die, dass wir sie für selbstverständlich halten. Und das sehen wir in allen Meinungsumfragen. Allensbach hat über Jahre hinweg, das Institut für Demoskopie in Allensbach, über Jahre hinweg Umfragen gemacht, danach, wo sie immer verglichen haben, die Ostdeutschen, ich mache da immer Gänsefüßchen, und die Westdeutschen. Das sind auch schon grobe Vereinfachungen, die im Übrigen auch falsch sind. Aber die Westdeutschen waren natürlich in der Tendenz viel stärker für Gleichheit, sozialen Ausgleich und solche Dinge. Die Ostdeutschen am Anfang viel stärker für Freiheit. Und im Laufe der Jahre seit der Wiedervereinigung haben sich die Prioritäten, die Präferenzen umgedreht. Aber das ist eine so einfache Erfahrung, die kennt der Ökonom, das ist das Knappheitsgesetz. Und bei der Künstler kennt es auch. Ich erzähle den Witz von den 2 Schriftstellern, Junger und Alter. Der Alte ist sehr berühmt, der Junge ist ehrgeizig. Der Junge sagt zum Alten, Sie schreiben für Geld, ich schreibe für Ehre. Sagt der Alte, stimmt, jeder für das, was er nicht hat. Wir wollen immer das, was wir nicht haben. Und das, was wir haben, nehmen wir für selbstverständlich und achten es nicht genügend. Und das ist die große Gefahr, dass es uns zu selbstverständlich erscheint und wir uns nicht mehr darum kümmern. Und dann geht auch diese Demokratie vor die Hunde, wenn wir uns nicht darum kümmern. Herr Lewitt, ich merke, Sie wollen unbedingt was sagen. Und Sie sind auch sofort dran. Nur möchte ich einmal einhaken bei Herrn Schäuble. Sie sagen, da diese Bürgermeisterwahl, das ist ja ein eindrucksvolles Beispiel. La heißt die Stadt, wenn es jemand überprüfen will. Ja. da kann jetzt das Grundgesetz nichts dafür. Kann es ja auch nicht direkt. Aber überlegen wir doch noch mal indirekt. Das Grundgesetz, das haben Sie ja auch gesagt, will den Bürger schützen. Also es hat einen Rechtsstaat festgelegt, einen Sozialstaat festgelegt. Und letztlich kann man im Rahmen dieses Grundgesetzes, auch wenn man sich keine größeren Verfehlungen Schulde macht, irgendwie ganz gemütlich leben. Und kommt nicht vielleicht auch von der Politik zu wenig der Appell, ihr müsst aber auch, jetzt ruht euch nicht aus, also wenn ihr die Wiedervereinigung wollt, dann wird es jedenfalls nicht nur blühende Landschaften geben und da wird sich das Leben eines jeden verändern. Und wenn ihr eine ordentliche Klimapolitik wollt, dann
Und wir eine schwarze Null auch behalten wollen, das geht entweder gar nicht oder es geht doch, aber dann wird es an irgendeiner Stelle Einschränkungen geben. Also sozusagen ist nicht da die Politik auch ein bisschen zu paternalistisch und sagt, wir machen schon, und dann verheddert man sich in viel zu großen Versprechungen, anstatt zu sagen, ihr müsst auch? Ja, das ist immer eine Versuchung derjenigen, die in irgendwelchen Ämtern oder Verantwortungen sind, die meinen, sie machen es besser. Das ist wie mit Redaktionen, insbesondere von ständigen Medien und so weiter. Es gibt immer Hierarchien. Das Grundgesetz kann doch nicht, ich meine, Sie bringen Bürger und Grundgesetz in eine Art Gegensatz. Grundgesetz ist ein Rahmen, innerhalb dessen die Menschen, die Bürger, die Bürgerinnen und Bürger Freiheit leben können, aber sie müssen es ausfüllen. Wenn sie das nicht wahrnehmen, ich beschimpfe aber jetzt nicht die Bürgerin, ich sage nur, das ist ja das Komplizierte mit dem Mensch, mit uns Menschen, dass wir zum Beispiel, wenn wir die Freiheit übertreiben, wenn sie keine Grenzen mehr kennt, dann zerstört sie sich selber. Ich habe das als Finanzminister 8 Jahre lang hinreichend erlitten. Wir haben immer gesagt, ach, wir müssen deregulieren, deregulieren. Ich habe das auch gesagt. Und dann waren die Finanzmärkte ganz dereguliert, dann haben sie sich selber zerstört und wir mussten mit letzter Kraft, das war noch Herr Steinbrück, sie retten, dass sie nicht sich selbst zerstört haben. Ich fürchte beim Internet, wo es auch heißt, die Freiheit muss grenzenlos sein. Wenn ich mir jetzt angucke, nehmen Sie dieses falsche Urteil des Berliner Gerichts, wird auch in der Instanz aufgehoben, aber das Prinzip ist ja mit dem Fall von der Frau Künast ein bisschen bekannt worden. Die Anonymität im Internet verführt dazu, die Leute sich so zu benehmen, wie sie sich eigentlich schämen würden, wenn sie wüssten, es guckt ihnen jemand zu. Das ist aber immer in größeren Ansammlungen von Menschen, deswegen haben wir bei Demonstrationen immer das Problem, oder oft das Problem, dass sie von kleinen Minderheiten dann auch missbraucht werden oder dass manche es übertreiben. Das ist ja nicht nur bei politischen Demonstrationen, kann im Fußballstadion auch leicht der Fall sein. Hamburg ist jetzt im Moment nicht so im Vordergrund, aber kann ja auch wieder sein. Da rühren wir hier an Wunden. Ich bin in Freiburg geboren, also wir waren immerhin 13 Minuten lang Tabellenführer. Aber Spaß beiseite, nein, im Ernst, das Problem ist, wir brauchen die richtige Balance zwischen Grenzen und Regeln und Freiheit. Wenn wir zu viel Regeln machen, dann schaffen wir die Freiheit ab oder bürokratisieren uns zu Tode. Daran kann man ja heute auch fast ersticken. Und deswegen ist ein immerwährendes Ringen um die richtige Balance. Und meine Sorge ist, dass wir im Zeitalter dieser unglaublichen Fortschritte durch die Informations- und Kommunikationstechnologie und die Digitalisierung im Moment überall im Westen, das ist ja nicht ein Problem, was wir in Deutschland haben, das haben wir von überall in Europa und in Amerika haben wir es auch, wohl also das, was wir mal westliches Modell von Demokratie genannt haben, ist unter Druck, funktioniert nicht mehr so, wie es über Jahrzehnte doch funktioniert hat. Und wir gucken jetzt, wie kriegen wir das besser hin? Denn in Wahrheit wollen die allermeisten Menschen, wahrscheinlich auch in Russland, ganz sicher in Hongkong, vermutlich auch in China, wenn sie es denn wüssten alle, lieber in der Ordnung des Grundgesetzes leben, als in der, die sie haben. Nur wir sagen, oh, das ist alles nicht mehr so toll und man kann ja nichts machen. Das ist auch ein merkwürdiger Widerspruch. Ja, jetzt haben wir dafür natürlich für alles, was Sie sagen, den idealen zweiten Gast. Also Sie sagen, der Bürger soll sich engagieren, das Grundgesetz gibt den Rahmen dafür, geradezu eine Aufforderung dafür. Und Herr Lewitt, Sie sind ein Bürger, natürlich ein exponierter Bürger, der sich politisch engagiert. Sie haben ein Konzert gegeben unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump. Das wurde jedenfalls im Spiegel so beschrieben. Und dann gehe ich mal davon aus, dass das so war. Sind Sie dann vors Publikum gegangen vor oder nach dem Konzert und haben gesagt, jetzt sei es an der Zeit, aus der Komfortzone rauszugehen und sich zu engagieren. Und Sie nutzen Twitter, Sie nutzen die Freiheit der neuen Medien.
und nehmen das als Plattform, sich zu engagieren. Gehört es zum Bürger dazu? Würden Sie das bestätigen? Ist man nur dann ein Bürger, den das Grundgesetz vorsieht, wenn man sich auch engagiert? Ja. Und das andere, also ja, finde ich schon. In vielen politischen Fragen würde ich Enthaltung mit stiller Zustimmung gleichsetzen. Und ich finde in vielen Dingen Enthaltung gefährlich. Im Übrigen sehen wir heute auf wirklich fantastische und in bemerkenswertester Art und Weise, dass nicht nur eine kleine Gruppe oder eine Minderheit, sagen wir mal, etwas bewegen kann politisch. Mhm. Es kann buchstäblich in 13 Monaten ein 15- und mittlerweile 16-jähriges Mädchen, die das weltpolitische Klima im wahrsten Sinne des Wortes um 180 Grad drehen. Das sehen wir heute. Unstrittig. Es gab Fotografien, die das belegen. Unstrittig. Ein Thema so in einer solchen Ernsthaftigkeit, in einer solchen bemerkenswerten Überparteilichkeit. Ich meine, es ist ja auch wirklich, es macht fast sprachlos, wie grotesk es ist, dass jetzt gesagt wird, naja, das sei ja alles irgendwie links. Die Wut dieser Frau entspringt, weil sie ihre Zukunft und unsere Zukunft und die Zukunft dieses Planeten den Bach runtergehen sieht. Die wütenden Blicke richten sich nicht nur an die Rechten. Ihre wütenden Blicke richten sich genauso, das hat jemand heute mal gestern geschrieben, ich fand das einen wunderschönen Satz, richten sich auch an die selbsternannten Linksliberalen, die ihr Disney-Geschichten erzählen darüber, wie sie jetzt das Klima retten wollen. Ihre Wut richtet sich und ihre Wut basiert einzig und allein im Inhalt. Und daraus entsprungen, wissen Sie, wenn Sie sagen, Herr Schäuble, und ich bin da absolut Ihrer Meinung, es gibt eine Pflicht zur Beteiligung. Unterschreibe ich mit allem, was ich habe. Aber man möchte auch, wenn man sich beteiligt und gerade nicht im Parlament sitzt, auch ernst genommen werden. Zum Ernst genommen werden gehört nun mal, weil wir eben sind, weil wir sind, die Sprache. Es macht immer noch die Sprache ein gesellschaftliches Klima. Und ein Beispiel aus den letzten gefühlt 4 Tagen bringe ich einfach gerne an, weil ich das so wunderbar finde. Es gibt Wissenschaftler, die dieses Klimakabinett beraten haben. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Und diese Wissenschaftler haben, das weiß man, das kann man nachlesen, die dreifache Menge an CO2-Bespeisung empfohlen, als jetzt beschlossen wurde. Fakt. Sich gestern als Bundeskanzlerin dieser Republik hinzustellen und zu sagen, wir haben auf die Wissenschaft gehört, ist für einen Menschen, die sich, und auf euch junge Leute sowieso, und Mensch, sind wir inspiriert, dass ihr da auf der Straße standet. Hey, man kann schwarz auf weiß nachlesen, was da beschlossen wurde. Ist für einen engagierten Bürger, der ernst genommen werden will, eine Ohrfeige. Und ist blanker Hohn. Und bei der Demonstration zu stehen, und ich stand bei einer, und Menschen zu sehen, die diese Pressekonferenz verfolgen, die innerhalb der ersten, im ersten Moment, wo diese Zahlen rauskamen, in Tränen auf dieser Straße standen. Das macht was mit einem. Und ein letztes, wenn Sie mir erlauben, das, was ich eingangs erzählt hatte mit den Verletzungen und mit den Wunden, lehrt ja eins. Und auch da komme ich wieder zur Sprache. Es sensibilisiert, es hat mich enorm sensibilisiert für bestimmte Formulierungen, die so im politischen Alltag benutzt werden. Als vergangenes Jahr in voller Absicht, geplant, niedergeschrieben, in meinem Manifest festgehalten,
1953, glaube ich, waren das, Muslime in Neuseeland ermordet wurden. Gab es ja ganz, ganz viele Reaktionen, Statements von Politikern, von aller Couleur. Ein Statement begann dann mit den Worten, egal gegen wen. Na, es ist eben nicht egal gegen wen. Und der dritte Satz hieß dann, in unserem Land darf Rassismus und Antisemitismus keinen Platz haben. Das ist, es tut mir leid, das kann ich nicht ernst nehmen. Das ist Disney für mich. Weil in unserem Land gibt es Platz für Rassismus und Antisemitismus. Und Bürger können damit leben. Eine Anne Frank hat es beschrieben, zu sagen, Worte können nicht beschreiben, was da passiert ist. Doch Worte können das beschreiben und wir können das ertragen. Und ich glaube, ein engagierter Bürger verlangt auch ein Ernstnehmen in Sprache. Und wir müssen, glaube ich, wieder dahin kommen, eine Sprache zu finden, auf der wir auf gleicher Ebene miteinander reden und einander ernst nehmen. Herr Schäuble, was haben Sie denn gegen den Satz, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber was haben Sie gegen den Satz, dass in unserem Land Rassismus, Antisemitismus keinen Platz haben darf? Aber er hat Platz. Ja, er findet statt, so wie die, ja. Deswegen ist die Würde des Menschen unantastbar und trotzdem stimmt. Muss sie geschützt werden, weil sie eben jeden Tag angetastet wird. So sind wir Menschen, wir tasten sie immer an, aber dann muss sie geschützt werden. Deswegen ist doch der Satz richtig. Dass wir alles tun, weil wir nicht wollen. Das heißt ja, dieser Satz heißt, wir wollen nicht, und da sind wir uns dann einig, Herr Lewitt, dass Rassismus, Antisemitismus, nicht nur in unserem Land, wir würden uns auch einig sein, das soll auf der ganzen Welt keinen Platz haben. Auf der ganzen Welt. Das schaffen wir aber nicht, aber in Deutschland müssen wir uns dafür einsetzen, dass wir es so gut wie möglich schaffen. Aber deswegen habe ich jetzt da, kann ich an dem Beispiel nicht erkennen. So wie Sie das gerade formuliert haben, würde ich es auch unterschreiben. Ja eben, aber ich vermute die Erklärung, die da war nach dieser schrecklichen Verbrechen in Australien, die wollten ja nur sagen, es ist ja egal, ob irgendwelche radikalen Islamisten irgendwelche anderen Menschen umbringen oder ob irgendwelche verrückten sonstigen Isten Muslime umbringen, das ist kein Haar besser. Die Würde des Menschen ist unantastbar und Rassismus geht in die eine und in die andere Richtung. Aber deswegen ist doch da die Sprache noch. Also das kann ich nicht erkennen, was Sie damit meinen. Man dürfte nicht sagen, in unserem Land haben Rassismus, Antisemitismus keinen Platz. Wir wollen das nicht. Das ist übrigens auch gegen die Ordnung des Grundgesetzes, denn da steht drei die Würde des Menschen. Das heißt, jedes Menschen und alle sind gleich. Und die Realität zeigt uns dann? Die Realität ist eine andere, immer. Ja. Überall auf der Welt. Überall auf der Welt, weil Menschen leider nur Menschen sind. Sonst wären wir im Paradies, da bräuchten wir kein Grundgesetz. Aber, naja, da habe ich, muss man noch ein bisschen drauf warten. Ne? Hier wird es nicht mehr so lange gehen, aber wie es dann aussieht, weiß ich nicht, ob ich Ihnen das erzählen kann dann. Ja, hoffentlich. Und hoffentlich geht es noch sehr lange. Wir sind aber zum zweiten Mal bei diesem Punkt der Ohnmacht der Bürger und das ist nicht gut. Das merken wir hier zum zweiten Mal. Sie sind natürlich jetzt nicht mehr Mitglied im Kabinett Merkel, sondern haben doch jetzt hier bei uns die komfortable Situation. Als Bundestagspräsident schweben Sie über den Dringen und können sich überparteilich äußern. Es findet im Moment so eine wahnsinnige Enttäuschung statt und sagen, ein Vehikel zu sagen, engagiert euch, aber die Leute engagieren sich ja. Also wie kommen wir aus dieser Enttäuschungsspirale gegenüber der Politik raus? Tja. Also erstens mal muss ich Ihnen dann noch einmal sagen, ich diskutiere oft viel mit, auch mit jungen Menschen und Schülern und so. Dann sage ich immer, ihr könnt euch, engagiert euch, kümmert euch. Ihr seid noch jung, also aber ihr könnt machen, auch ein paar können schon was bewegen. Allerdings glaubt nicht, weil ihr einer Meinung seid, müssten alle anderen auch eurer Meinung sein. Ihr seid 20 von 80 Millionen. Ihr müsst schon respektieren, dass andere andere Meinung sind. Jetzt gibt es unterschiedliche Formen. Man könnte sagen, Wahlen, da gehen die Leute nicht hin. Man könnte sagen, wir machen Plebiszite, da sind aber die Abstimmungsbeteiligung noch schlechter. Dann machen wir Meinungsumfragen. Jetzt machen Sie mal Meinungsumfragen. Meinungsumfragen ergeben auch ein höchst widersprüchliches Bild. Als Finanzminister habe ich erlebt,
Wenn Sie fragen, wollt ihr weniger Steuern, 80% dafür. Wollt ihr mehr Geld für Polizei, Lehrer, Rente, Schule, Familie, 80% dafür. Wollt ihr keine Schulden, 80% dafür. Wenn ich dann frage, wie geht es zusammen? Ja, dafür haben wir Politiker, nicht? Jetzt mache ich es anders. Alle sind für Umweltschutz. Klima ist natürlich, ich finde auch, ich bin übrigens auch der Meinung, dass die 10 Euro für den Einstieg in den Zertifikatehandel zu nieder sind. Ich gebe aber zu, dass das Gegenargument derjenigen, die da sich darum gerungen und gesagt haben, also inzwischen sagt natürlich jeder, ja, das waren, die waren halt ein bisschen stärker, wir mussten ja einen Kompromiss finden. Die Frau Merkel hat ja schön gesagt, die beschreibt das oft, das sind dann auch keine Ohrfeigen. Deswegen habe ich da gezuckt. Das seien Sie mit Ihrer Sprache vorsichtig, wenn Sie schon auf die Sprache werden. Und die Frau Merkel erzählt, hat die genauso das Recht. Sie hat erklärt, ich muss halt gucken, dass ich irgendwie es so mache, dass die Menschen auch in ihrer Mehrheit das akzeptieren können. Gucken Sie mal, was dem Macron mit seinen Gelbwesten passiert ist. Und das wird ihm wahrscheinlich wieder passieren. Ich wollte aber jetzt noch schnell sagen, alle sind für Klimaschutz. Aber machen Sie mal eine Umfrage, ob die Menschen dafür sind, dass der Benzinpreis an der Tankstelle höher wird. Da werden Sie genauso klare Mehrheiten dagegen kriegen. Natürlich sind alle dafür, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets zu senken. Ja gut, da sind wir wieder bei dem Thema. Aber schon, wenn es darum geht, die Flugpreise zu erhöhen, wird es schon ein bisschen anders. Deswegen machen wir uns doch nichts vor. Wir sind alle keine Heiligen, sondern wir sind Menschen. Die Greta Thunberg, das ist ja toll, was dieses Mädchen alles bewirkt. Das ist wirklich grandios. Aber sie muss jetzt noch von New York zurückkommen. Ja, Entschuldigung. Man muss ja darin sehen, Politik, das hat mal Bismarck gesagt, ist die Kunst des Möglichen. Und der große Soziologe, der protestantische Soziologe Max Weber hat eben gesagt, wir können mit der Gesinnungsethik alleine nichts machen, sondern wir brauchen Verantwortungsethik. Und Verantwortungsethik ist so etwas Ähnliches, wie Bismarck gemeint hat. Man muss, und das hat Frau Merkel zur Erläuterung von dem Kompromiss, von dem sie auch nicht so begeistert ist. Die hätte gerne, die war ja mal Umweltministerin, ohne Kyoto gäbe es ohne die Frau Merkel nicht. Und dann ist sie immer wieder als Kanzlerin, vielleicht hat sie zu sehr zurückgezuckt, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich sage dazu meine Meinung nicht, weil ich so überparteilich bin, wie Sie mir gerade gesagt haben. Aber man muss es jedenfalls sehen, Sie müssen in der Politik müssen Sie auch ständig Kompromisse machen. Wenn Sie keine Kompromisse machen, prallen die unterschiedlichen Meinungen, Gegensätze unversöhnt aufeinander und es kommt entweder nur die Blockade raus, wie im britischen Unterhaus mit dem Brexit. 13 Mal haben sie abgestimmt. 13 Mal waren sie dagegen. Als sie gefragt haben, ja, wollt ihr eine neue Abstimmung? Nee, sind wir auch dagegen. Sie waren gegen alles. Sie waren nur nie für etwas. Wir brauchen aber auch irgendetwas. Und deswegen ist mir es lieber, wir fangen jetzt mit dem Zertifikatehandel endlich an, als dass wir noch mal 5 Jahre diskutieren, ob lieber mehr oder weniger. Und so ist Politik die Kunst des Möglichen. Und diese Notwendigkeit des Kompromisses und der Unvollkommenheit all dessen, was wir praktisch machen. Und dass die Politiker alles ganz normale Menschen sind. Nicht schlechter als andere, das behaupte ich auch. Sie sollen sich auch besser benehmen als andere. Sie wollen ja gewählt werden. Und wenn sie gewählt sind, haben sie schon deswegen eine höhere Verantwortung. Ein Künstler hat auch eine höhere Verantwortung. Ein stellvertretender Chefredakteur hat auch eine höhere Verantwortung als der Durchschnitt. Das muss man wissen. Gut, licet lovi, non licet bovi. Aber wir sind trotzdem alle nur Menschen. Und Politik ist diese unendlich mühsame Kunst, aus unendlich vielen Dingen, aber auch Entscheidungen zu machen. Sonst kommt irgendeiner irgendwann wie der Trump und sagt, das ist mir alles scheißegal. Ich verspreche alles. Und wenn ihr es glaubt, ihr glaubt es ja gar nicht, aber es klingt so schön, nicht? Und wenn ihr es glaubt, seid ihr selber schuld. Und rennen dann den Demagogen nach. Wir haben in Deutschland so katastrophale Erfahrungen mit dieser Art von Demagogie und gemacht, dass ich wirklich finde, wir sollten uns zu der Mühsal
der Demokratie immer wieder bekennen und vor lauter Idealismus nicht zu sehr nur träumen, sondern ganz real unsere Bürgermeister wählen in Law. Also Politik ist ein Kompromiss zwischen dem Idealen und dem Möglichen, sagen Sie. Also alles ist auch doppelt. Sie sprechen auch an, natürlich sind die Möglichkeiten des Internets haben einen doppelten Boden. Sie haben, Herr Schäuble, eher gewarnt vor Filterblasen. Sie, Herr Lewitt, haben eher die Vorteile herausgestrichen. Fridays for Future ist eine durchs Internet befeuerte Bewegung. Natürlich hat die damals 15-jährige Greta Thunberg vor einem Parlament mit einem selbstgemalten Plakat gestanden, aber es ging natürlich nur weiter über diese riesigen WhatsApp-Gruppen und was es da alles gibt. Nun haben Sie sich das Internet als politische Bühne ausgewählt. Sie haben es da natürlich auch mit einer Macht von Konzernen zu tun, die das auch wollen, dass sie tun, was sie tun. Fühlen Sie sich da als engagierter Bürger immer wohl in dem Forum, was Sie gewählt haben? Nein, eines nur vorweg. Ich glaube, das einzig und das Neue und das Einzigartige an der Bewegung Fridays for Future ist, dass die Forderungen, die eine Greta Thunberg, die diese Beteiligten stellen, das ist ja eben das. Wir sind uns ja einig, absolut einig, dass die Politik die Kunst des Möglichen ist. Aber diese Forderungen basieren einmal weder auf Idealen noch auf Gesinnungsethik, sie basieren auf wissenschaftlichen Fakten. Das macht sie so stark. Das führt dann auch dazu, dass die Kritik an diesen Menschen sich in gefühlten 99% auf der persönlichen Ebene abspielt und eben nicht auf den Fakten, denn die sind unstrittig. Also wenn, weiß ich nicht was, 98% aller Wissenschaftler das Gleiche sagen, dann hat das ja etwas zu bedeuten. Das vorweg. Insofern, auch ich wäre gekauft den Punkt mit der Ohrfeige. Aber ich glaube, was dieses Thema angeht, gibt es keine Gesinnungsethik, es gibt Fakten. Insofern gebe ich das gern zurück. Zum Thema der sozialen Medien. Ich sehe die Gefahren auch. Ich fühle mich da nicht immer wohl. Ich schalte die auch manchmal ab. Aber sie sind nun mal da. Twitter ist nun ein Medium, ich benutze nur noch das, ich habe keine anderen mehr. Und man kann sich sehr viel darüber unterhalten und austauschen, welche Auswirkungen, auch psychologischen Auswirkungen, diese Welt hat. Und die sind nicht immer gut. Man kann sich auch viel über diese Bubbles unterhalten, man hört irgendwie nur seinen eigenen Leuten zu. Jemand hat mir mal gesagt, und das fand ich ein sehr charmantes Beispiel, hat er gesagt, naja, das war doch früher im Wiener Kaffeehaus nicht anders. Da hatten sich auch immer die gleichen Leute getroffen und sie haben miteinander gesprochen und in dieses Kaffeehaus gehe ich immer und in das, da gehe ich nie. Wie der alte jüdische Witz mit den zwei Synagogen und nur einem Bewohner auf einer Insel. Meine Synagoge, aber in die gehe ich nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob das so neu ist. Twitter ist eben ein sehr reaktives Medium. Man reagiert die ganze Zeit auf etwas, was man bekommt. Und zumeist schreiben sehr viele das Gleiche, nur in ihren eigenen Worten. Und manchmal klauen auch Leute einander Tweets. Aber es ist nun mal Teil unserer Realität. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, zumindest kann ich das für mich sagen, das Wort ergreifen in den sozialen Medien ist nur ein Werkzeug unter sehr, sehr, sehr vielen. Ich kann nicht auf Twitter X predigen und in meinem Alltag Y leben. Das funktioniert nicht. Und ich kann für mich sagen, mein Engagement, nennen Sie es als solches, meine Beteiligung, spielt sich auf allen Ebenen ab. Öffentlich und nicht öffentlich. Es gibt sozusagen den öffentlichen Teil, ich ergreife das Wort, ich spreche zu meinem Publikum oder ich schreibe etwas oder ich twittere etwas oder ich mache. Und es gibt den privaten Teil, den ich nicht kommuniziere, der aber genauso viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich versuche, Menschen zu helfen,
soweit ich kann, sowohl zeitlich als auch finanziell. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Wenn mich jemand, das kann wirklich, das kann vom Bezahlen von Anwaltskosten sein, über die Hilfe für eine Geflüchtete oder einen Geflüchteten aus dem Camp rauszukommen. Das spielt sich auf sehr vielen Ebenen ab. Nur für mich ist diese Art Beteiligung und diese Hilfestellung und diese Partizipation und dieses, ja, auch diese Empathie gegenüber anderen Menschen, die ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes lebensnotwendig. Ich habe das mal gesagt und ich bleibe dabei und ist mir egal, wie das in der Öffentlichkeit klingt. Ich würde, weil das am Ende nichts mit meiner bedingungslosen Musikliebe zu tun hat, nichts. Aber ich würde eher auf das Konzertieren verzichten, als darauf. Ja, Geht natürlich auch Leute mal in Konzerte aus so einem eskapistischen Impuls heraus. Das ist ja auch legitim. Die haben den ganzen Tag Sorge gehabt und dann wollen sie mal abends nur Beethoven haben und in was anderes getragen werden. Und sie fordern durch ihr Engagement aber dann auch ein, sich wieder auf das, auf die Mühen zu konzentrieren und auf das Politische. Und es ist auch für mich nicht leicht. Es ist viel leichter, auf der Bühne zu sprechen in einem Rahmen, der genau dafür hergestellt wurde, als auf der Bühne zu sprechen in einem Konzert. Ich sterbe 10 Tode. Meine Hände zittern von da bis da. Mir ist die Aufregung, hey, ich stehe 85 bis 95 Mal im Jahr auf der Bühne. Vor manchmal wenigen, manchmal vielen Menschen. Es ist nicht das Publikum, es ist nicht die Öffentlichkeit, die bei mir wirklich einen Herzschlag in sehr, sehr hohen dreistelligen Bereichen erzeugt. Sondern es ist mir klar, ich erzwinge da etwas. Ich erzwinge da eine Reaktion und ich frage vorher nicht nach Erlaubnis. Ich drucke vorher kein Programm. Es gibt keine Benachrichtigung, sondern es gibt eine in dem Moment mich im wahrsten Sinne bezwingende Dringlichkeit. Ich kann nicht anders. Das war am Tag nach der US-Wahl so. Das war häufig im Rahmen der Diskussion über die Geflüchteten so. Das war extrem stark so, als dieser, da können wir wieder uns über Formulierungen streiten oder nicht streiten, als diese politisch so meiner Meinung nach schwer missratene Formulierung kam, Migration sei ja die Mutter aller Probleme. Es entsteht etwas in dir oder in mir in dem Moment. Und dann muss es raus. Und wenn ich an dem Tag gerade Konzert habe, dann kann ich nicht anders. Aber mir ist klar, was ich da tue. Und leicht fällt mir das nicht. Und ich würde es auch nicht in jedem Konzert machen. Aber wenn dann der Deckel vom Topf springt, dann ist das so und dann lebe ich auch mit Kritik dazu, ist okay, aber ich werde es nicht lassen. Gut, also wir merken, das Grundgesetz hat einen Rahmen gelegt, auch für eine funktionierende Demokratie, aber die Stimmung ist zum Teil so erhitzt, dass wir manchmal schon überlegen, hält diese Demokratie überhaupt? Das Internet ist ein Mittel zur Demokratisierung, Politisierung, aber es bringt uns auch an Grenzen, wo wir denken, schadet es nicht manchmal der Demokratie? Also es ist alles ambivalent. So. Und es bildet aber erstmal den Rahmen dafür, was ist bürgerlich. Und das ist nun ein Thema, was uns zurzeit sehr beschäftigt. Was ist überhaupt bürgerlich? Herr Gauland von der AfD sagt, das sei nun eine ausgesprochen bürgerliche Partei. Was bedeutet bürgerlich im Sinne des Grundgesetzes und ist die AfD diese besonders bürgerliche Partei, wenn wir das Grundgesetz als Maßstab anlegen? Opa, ja. Schweres Schnaufen. Ich meine, die deutsche Sprache ist frei. Und wenn einer sagt, er halte seine Partei für bürgerlich, dann muss ich nicht seiner Meinung sein. Aber ich sollte jetzt auch nicht Zensuren über alles abgeben und diese Begriffe, das ist alles auch schwierig. Lassen wir uns doch über Inhalte reden. Das bringt uns nicht furchtbar weiter. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich habe eine andere Vorstellung von Politik als Herr Gauland. Ich
gehören nicht derselben Partei an. Wir haben früher mal derselben Partei angehört, aber wir sind in einer anderen Partei. Und ich, gut, aber das ist ja, das Wichtigere ist doch, Herr David hat einen für mich spannenden Begriff gebraucht, nämlich das Wort Empathie. Das ist ja auch ganz wichtig. Wieso engagieren wir uns im Rahmen dieser Ordnung des Grundgesetzes? Weil wir mit anderen Menschen zusammenleben wollen, auch zusammenleben müssen. Und es ist besser, wir begegnen denen mit möglichst viel Empathie, auch wenn nicht alle gleich sympathisch sind. So. Aber das sich für andere, sich nicht zu selbstbezogen zu sein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können auch darüber diskutieren, was man bürgerlich nennt oder nicht, aber das bringt uns in eine hoffnungslose auf Nebenweg. Ich finde wichtig, ich wollte übrigens eines noch sagen, ich habe zwar auf die Schwierigkeiten durch die Informationskommunikationstechnologie, durch die Digitalisierung, die das heute mit sich bringt, hingewiesen, aber ich möchte nicht so verstanden werden, als würde ich glauben, es wäre besser, hätten das alles nicht. Ich glaube, die Menschheit ist immer schlecht gefahren, wenn sie versucht hat, neue Entwicklungen zu verhindern. Aber gibt es schon das berühmte Drama von den Webern mit der Maschinenstürmerei und so. In Großbritannien haben sie mal irgendwann gesagt, es wird zu viel Pferdemist, London erstickt im Pferdemist, wenn das so weitergeht mit den Droschken und so. Es ist richtig, sich gegen den Fortschritt zu wenden, ist falsch. Richtig ist, immer wieder den Fortschritt abzuklopfen und zu versuchen, ihn so zu gestalten, dass wir Menschen damit leben können, mit unserer Unvollkommenheit, mit unseren Unterschieden. Und dazu brauchen wir dann wieder den Rahmen, dann sind wir wieder beim Grundgesetz. Und ich will ja nur, ich plädiere dafür, dass wir darum ringen, wir sind noch lange davon weg, aber damit beschäftigen sich ja auch viele inzwischen. Wie kriegen wir die Erfahrungen, die ja über 2.500 Jahre Demokratiegeschichte in Europa seit dem alten Athen irgendwie, wir haben uns nie dran gehalten, aber im Prinzip sind sie nicht schlecht. Wie kriegen wir das auch unter den neuen technologischen Bedingungen zur Wirksamkeit, damit auch weiterhin Toleranz herrscht und damit weiterhin das Mehrheitsprinzip gilt. Das Mehrheitsprinzip heißt ja, es kann nicht einer allein entscheiden, sondern alle sind gleich. Das Mehrheitsprinzip hat mit dem Gleichheitsprinzip zu tun. Und darum müssen wir ringen. Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, das ist eine Forderung, da kriegst du im Internet sofort einen Shitstorm. Ich bin dafür, dass wir eigentlich im Internet die Klarnamen haben sollten. Ich habe noch gelernt, früher haben wir anonyme Briefe kurzerhand in den Papierkorb geschmissen, gar nicht gelesen. Und ich finde nach wie vor, ich versuche, andere Meinungen zu respektieren. Ich teile sie häufig nicht, teile meine Meinung immer am stärksten. Ja, so. Aber wenn ich gar nicht weiß, wer hat diese Meinung, dann kann ich Meinungsumfragen zur Kenntnis nehmen, die sind auch wichtig. Aber eigentlich möchte ich gerne wissen, und Anonymität ist etwas, was nicht die stärkeren Tugenden des Menschen und auch nicht die Empathie fördert, sondern das Gegenteil. In der Anonymität ist die Gefahr groß. Und deswegen glaube ich, wir müssen darüber intensiver schreiben. Wir hatten die Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung, da ging es um das Urheberrecht, Schutz des Urheberrechts. Weil auch das geistige Eigentum muss ja geschützt werden, sonst haben wir demnächst keine Autoren mehr, keine Künstler. Die Musiker verdienen auch nicht mehr so viel Geld mit CDs, da gibt es jetzt Livestream und anderes. Da muss man das tun sie heute auch nicht mehr. Ja, ist auch nicht mehr. Aber das stellt natürlich ganz neue Herausforderungen, denn in der Tat müssen wir, ich glaube, das sind die großen Fragen, die wir damit haben, die haben wir lange nicht gelöst, außerdem sind die technologischen Innovationen so schnell. Und jetzt ist uns etwas, das ist ja spannend. Da bin ich wieder bei Friday for Future.
und bei dem Thema Nachhaltigkeit. Inzwischen ist der technologische Fortschritt so schnell, wie lange das ist, weiß ich auch nicht genau, es ist nicht erst die letzten 20 Jahre, aber er ist jedenfalls so, dass wir heute auch ernsthaft, und ich gehöre auch zu denen, die glauben, ja, das muss jetzt sein, wir sollten jetzt das Grundgesetz um die Dimension der Nachhaltigkeit erweitern. Daran haben die vor 70 Jahren gar nicht gedacht, dass wir Menschen die Dinge so übertreiben können, dass das außer Balance gerät. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist nicht das völlig neu. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Sind Sie haben jetzt... Aber ich glaube, dass das inzwischen durch die... Denn das, was Herr Lewitt sagt, darüber kann man ja ernsthaft gar nicht streiten. Ich meine, wenn jemand sagt, der Klimawandel sei nicht von den Menschen gemacht, dann steht man halt gegen die Wissenschaft. Das kann man auch, aber da braucht man schon einen festen Glauben an die Magie, um dagegen zu sein. Natürlich ist es. Damit haben wir noch nicht das Problem gelöst. Wie lösen wir das Problem? Ja. Aber, das ist aber deswegen glaube ich, wir sollten den Rahmen, unseren Rahmen, wir können nicht mehr nur in unserer Zeit das Grundgesetz gibt einen Rahmen für die Zeit, für die Gegenwart. Und ich glaube, wir müssen in unseren politischen Entscheidungen in der Demokratie stärker bedenken, die Verantwortung für kommende Generationen. Also hiermit auch... um das festzuhalten, Sie haben noch jetzt im Mai einen interessanten Aufsatz gehabt in der FAZ, wo Sie sagen, Vorsicht, Vorsicht bei den vielen Änderungen des Grundgesetzes. Es gibt hohe Hürden, um das Grundgesetz zu ändern. Es braucht da große Mehrheiten, damit man das macht. Aber es ist schon 60 Mal geändert worden. Und ich habe Sie in 2, 3 Aufsätzen so verstanden, dass Sie eher davor waren. Aber Das heißt ja aber nicht, dass man nicht die Nachhaltigkeit trotzdem... Gut. Die hohe Mehrheit kriegen wir auch zustande. Wollen wir wetten? Ja. Aber dass wir im Grundgesetz... Es gibt ja eine Bestrebung, Mehrheitsentscheidungen immer im Grundgesetz festzuschreiben. Das ist schon wieder undemokratisch. Denn Demokratie heißt, es gibt immer wieder andere Mehrheiten und die müssen auch wieder ändern können. Das Grundgesetz ist ja eigentlich nicht so leicht zu ändern, setzt den Rahmen. Und deswegen muss man schon sorgfältig schauen, was muss im Grundgesetz geregelt werden und was nicht. Durch eine Debatte, die ja von vielen bedeutenden Verfassungsrechtlern, nehmen Sie den früheren Verfassungsrichter Grimm, der das immer wieder sagt. Und das, insofern, darüber habe ich geschrieben. Hat aber nichts mit der Überlegung zu tun, von der ich vermute, dass sie inzwischen doch einen breiten Konsens hat. Ich bin auch nicht der Erfinder dieser Geschichte, die ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube das auch nicht. Und ich sage ausdrücklich dazu, ich hätte das vor 30 Jahren noch nicht so gesehen. Also. Aber heute sehe ich es so. Nein. Weil die technologische Entwicklung so schnell ist. Und wenn ich mir das anschaue, wie sich das, wenn Sie im Schwarzwald leben, dann haben Sie eine Beziehung zu Winter und zum Schnee und zu Bergen. Und dann brauchen Sie dürfen nicht über die Alpen fliegen. Wenn Sie alt genug sind, Sie werden sofort total traurig, wenn Sie sich erinnern, wie das Schnee ist weg. Wie schnell das geht. Ja. Wie schnell das geht. Oder ich brauche gar nicht in die Arktis, aber jetzt ist ja gerade unsere Forschungsexpedition in Norwegen auf den Weg gegangen. Und wir sehen ja mit einem rasenden, und es beschleunigt sich offenbar immer stärker. Diesen Sommer haben die Wälder nicht nur am Amazonas, sondern in Sibirien. Und wenn der Permafrost schmilzt, sagen uns die Wissenschaftler, beschleunigt sich die Entwicklung noch einmal. Deswegen, ich glaube, die Nachhaltigkeit sollten wir in den Rahmen unseres Grundgesetzes einfügen. Gut. Herr Lewitt, reden hilft, merkt man an diesem Was Abend. Hilft? Reden hilft. Sie haben doch hier einen gemeinsamen Punkt gefunden. Um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, Sie sagten das vorhin, Herr Schäuble, dieses Grundgesetz war ja als Provisorium gedacht für die 3 besetzten Zonen des Westens und man hat immer gesagt, wir nennen das nicht Verfassung, sondern nur Grundgesetz, weil wir uns als provisorischen Staat verstehen. Die DDR hat das anders gemacht. Die haben sich eine Verfassung gegeben, die dann auch ein paar Mal geändert wurde, weil sie eben gesagt haben, wir sind kein provisorischer Staat.
So, jetzt hatten wir den Mauerfall und dann hat man gesagt, gut, das Grundgesetz hat sich bewährt und Artikel 23, der einen Beitritt vorgesehen hat, wurde dann aktiv und letztlich ist die DDR dem Grundgesetz, ganz vereinfacht gesagt, beigetreten. Wenn wir jetzt die Stimmung sehen, wir stehen kurz vor dem Jubiläum, 30 Jahre Mauerfall, war das richtig, es so zu machen, oder hätte man eher sagen müssen, nee, hier muss etwas Gemeinsames entstehen, etwas Neues und quasi der Beitritt in das Vorgefundene setzt auch eine Dominanz des Westens voraus? Eine herrlich westdeutsche Debatte. Mit allem Verlauf, falls Sie, Sie sind noch alle zu jung. Wenn Sie sich mal anschauen, wie das in den 80er Jahren war und wie es 89 war. Ich meine, die Leute, warum hat denn die DDR 61 eine Mauer gebaut? Weil die Menschen zu Zehntausenden aus den Segnungen des Sozialismus abgehauen sind. Da haben sie eine Mauer gebaut, haben es eingesperrt. Dann gab es die. Und dann wurde die Mauer allmählich, weil man gemerkt hat, der Gorbatschow meint es ernst, der gesagt hat, er wird nicht mehr die Rote Armee einsetzen, um die Leute im sozialistischen Lager zu halten. Wer also gehen will, ob man das glauben konnte, es hätte ja 91, als der Putsch gegen Gorbatschow war, hätte es auch gleich wieder vorbei sein können, aber es war dann so. Und dann sind die Menschen abgehauen. Und dann war, warum ist denn die Mauer gefallen? Weil Budapest Ungarn den eisernen Vorhang aufgemacht hat und dann waren sie auf einmal weg. Dann haben sie aus Prag die Leute noch im Zug durch die DDR zurückgeführt. Das war eine der großen Torheiten in der Geschichte, gehört in das Buch Die Torheiten der Regierenden, weil die nochmal durch die DDR zuzufahren. Dann gab es den Streit in der DDR. Eine Minderheit hat gesagt, wir bleiben hier, wir reformieren die DDR. Die große Mehrheit hat gesagt, wir wollen jetzt so leben wie im Westen. Wir haben 40 Jahre lang danach gesehnt und für die war die Diskussion mit dem Grundgesetz völlig eine westdeutsche. Das interessiert die Mehrheit nicht. Und am 18. März in den freien Wahlen zur Volkskammer hat eine große Mehrheit, übrigens bei einer Wahlbeteiligung von über 90% der Wählerinnen und Wähler in der DDR entschieden, wir wollen den schnellen Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage von Artikel 23, alles andere können wir später sehen. Wir mussten bremsen, sagen, halte mal, lasst uns lieber vorher mal die Einzelheiten noch im Einigungsvertrag ein bisschen regeln. Wir mussten ganz schnell die D-Mark einführen, ökonomisch viel zu schnell, politisch völlig unvermeidlich. Heute sehen die alle das anders, aber gelegentlich muss man sich daran erinnern, das waren die Menschen in der DDR, die, nachdem sie 40 Jahre lang nicht frei leben konnten, gesagt haben, jetzt wollen wir nicht nochmal 20 Jahre warten, sondern jetzt wollen wir es jetzt machen. Also meiner Sicht eine sehr heutige. Deswegen haben wir übrigens im Einigungsvertrag haben wir den Artikel 23 gleich abgeschafft. Heute kann man dem Grundgesetz nicht mehr beitreten. Ne? Herr Schröder hat den Einigungsvertrag um die europäische Einigung ausgehandelt, der kennt sich damit gut aus. Also eine sehr heutige Sicht, sagen Sie, in meiner Frage formuliert. Herr Lewitz, Sie sind ja gerade eben noch ein Kind des Sozialismus, sind im heutigen Nischni Nowgorod geboren, im früheren Gorki und sind in der Mitte der 90er Jahre hierher gekommen. Haben Sie denn den Eindruck, Sie sind hier in ein Land gekommen, das erfolgreich zusammengekommen ist, die beiden Teile? Ich liebe solche Fragen. Ja und nein. Also was soll ich darauf antworten? Natürlich ist es ein vereinigtes Land. Ich bin einerseits auf dem Papier geboren als Kind des realen Sozialismus. Ich war, glaube ich, etwas über 2 Jahre alt, in der Sowjetunion dann etwas über 3 Jahre alt, als dem dann nicht mehr so war. Ja, gerade das Alter, wo ich anfing, so krabbelnd die ersten Tasten auf dem Klavier zu drücken.
Wann ist Ihre Familie nach Deutschland gekommen? 95, 4. Dezember 1995. Ach, so spät. Flughafen Düsseldorf, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Das weiß ich alles noch. Die ersten Monate in Dortmund und dann nach Hannover, das ist alles, das könnte ich aufschreiben. Ja, ich glaube ja, es ist ein vereinigtes Land. Wir können nicht die ganze Zeit, wir können nicht politisch als Reaktion auf Wahlen digital und real ausrufen, wir sind die Mehrheit, wir sind die vielen, wir sind die 84,6% und dann nicht daran glauben, dass wir ein vereinigtes Land sind. Das geht nicht. Also ich glaube daran. So. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit den in vielerlei Hinsicht nicht ganz so vereinten 13,3% jetzt um? Oder wie viele das sind? Wie geht man damit um? Zugegeben, mir fällt das, jetzt bin ich natürlich in einer sehr, ja, bequemen Position. Ich sitze in keinem Parlament. Welche 13,3%? Nein, wir reden jetzt über die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl. Viele, die nicht die AfD gewählt haben, haben als Reaktion... Ich rede über die AfD-Wähler. Als Reaktion über diese Bundestagswahl gab es sehr häufig den Ausruf, wir sind die Mehrheit, wir sind die 83, 84%. Wir stehen für etwas anderes. Sie, jetzt verstehe ich. Ja. Da gab es diese Reaktion. Es gab eine spontane Zusammenkunft von sehr, sehr vielen Menschen am Berliner Alexanderplatz. Die gab es auch an vielen anderen Orten in Deutschland. Also wir können das nicht ausrufen und dann nicht daran glauben, dass das auch wirklich so ist. Und diesen Glauben lasse ich mir auch von Geschichtsrevisionisten nicht kaputt machen. Also die Antwort emotional ist ja, die Antwort realpolitisch ist leider nicht, weit nicht überall. Aber ich verstehe jetzt richtig, Sie haben die Frage von Frau Bayer, ob wir ein geteiltes oder nicht geteiltes Land, die sich ja bezogen hat auf die früheren DDR-Bundesrepublik, verändert, deswegen habe ich es unterbrochen, auf die Frage, dass Sie den Anteil, die bei den letzten Wahlen AfD gewählt haben. Ich meine, ich glaube daran, dass wir ein absolut vereintes Land sind. Aber mir wird natürlich sehr, sehr häufig und immer mehr in den letzten Jahren, sei es medial oder politisch, die Geschichte erzählt, dass wir jetzt halt nicht mehr sind. Oder wir sind das immer weniger. Und, so. Und daran möchte ich nicht glauben. Nein, ich daran auch nicht. Möchte ich in dem nicht glauben. Im Land gibt es halt Menschen ganz unterschiedlicher Korrekt. Meinung. Und mir geht es darum, wie geht man so... Na, ob jetzt... dieses Gespräch, auch da sind wir einer Meinung mit dem einen Zusatz. Lustigerweise hatte ich mal die Freude, genau dasselbe Gespräch mit ihrem Vorgänger geführt zu haben, nämlich Lammert. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass es einen Unterschied gibt zwischen Meinungen und Einstellungen. Und es gibt verschiedene Meinungen und Meinungen muss man tolerieren und akzeptieren und auch mit ihnen umgehen, das gilt nicht für Einstellungen. Also ich akzeptiere es nicht, Rassismus als Meinung zu benennen. Das ist für mich keine Meinung. Nein, das ist auch verboten. Mich, genau. Gegen das Grundgesetz. Aber um Ihre Frage... Aber sie hat Platz in diesem Land. Leider. Aber um die Frage zu beantworten, ja, sind wir. Ja. Jetzt kommen wir leider schon in die... Schlusskurve. Ich wollte mit ihm über Beethoven sprechen, den Komponisten, der letztlich so sehr in der Tradition der Aufklärung komponiert hat und so sehr die Kernbegriffe des Grundgesetzes Freiheit und Gleichheit sozusagen vertont hat. Aber wir haben so interessant gesprochen, die Zeit ist fast rum. Das Grundgesetz bildet den Boden unserer Demokratie. Es ist heute Abend schon ein bisschen angeklungen, eine Sorge, vor allem bei Ihnen, Herr Schäuble, ob das mit der Demokratie so halten wird. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es in meine Lebenszeit fällt, dass wir uns solche Fragen stellen, denn letztlich hat das Grundgesetz doch eigentlich ein sehr stabiles Land gefügt, aber wir stellen uns diese Fragen und es gibt eine erhebliche Demokratie. Verdrossenheit. Wagen wir also einen ganz kurzen Ausblick von Ihnen beiden in die Zukunft. Herr Levitt,
Hat das Grundgesetz einen Rahmen gelegt, der stabil genug ist? Wird diese Demokratie halten? Ja, wird sie. Aber das Tolle ist, wir haben es in der Hand. Und somit haben das Schlusswort Sie, Herr Schäuble. Wird diese Demokratie halten? Ja. Kurze Antworten von zwei sehr eloquenten Menschen. Wir sind weit gekommen an diesem Abend. Die Nachhaltigkeit kommt ins Grundgesetz, wurde hier beschlossen. Wir haben gesehen, sozusagen alles, womit wir leben, ist was Doppeltes. Wir haben Ideale und wir haben die Hürden und auch die Grenzen, die gesetzt sind, auch zum Teil durch das Grundgesetz. Aber das Grundgesetz gibt uns auch weite Möglichkeiten, uns zu engagieren und Politik zu machen in einem guten und freiheitlichen und friedlichen Sinne. Mein Eindruck ist, das Grundgesetz muss noch mehr in die Schulen tatsächlich. Es ist zwar irgendwie da, aber wir beschäftigen uns zu wenig damit. Ich habe das in der Vorbereitung genossen, mal wirklich mich mit der Schrift auseinanderzusetzen. Das war toll, das kann ich Ihnen nur empfehlen, das dieses Jahr zu machen, zum 70. Jubiläum des Grundgesetzes. Schön, dass Sie da waren, dass Sie uns so intensiv zugehört haben und uns auch viel Applaus gespendet haben, den Herren viel Applaus gespendet haben. Es waren sicherlich auch kritische Zuhörer dabei, das werden wir dann hinterher im Internet nachvollziehen können. Dank Ihnen für den Abend, kommen Sie gut nach Hause und hoffentlich bis zum nächsten Mal.